Letzter Tag bei Jugend trainiert für Olympia und Paralympics. Wir sind heute im schönen Grunau, wo die letzten Rennen von den Ruderern ausgetragen werden. Das heißt Halbfinals und Finals. Also ab aufs Wasser. Ready, steady, row. Mit einem riesen Batzen guter Laune und hungrig nach dem Sieg starteten die bundesweit besten Schüler und Schülerinnen ihrer Altersklasse heute zum finalen Wettkampftag im Rudern. Vierer, Doppelvierer oder Achter, wer bis hierhin gekommen war, wollte nichts mehr als das Gold endlich mit nach Hause nehmen zu können. Das ließ sich natürlich auch die deutsche Ruderjugend nicht entgehen. Also die Jugend trainiert ist für uns ganz wichtig, weil die Basis kommt aus dem Schulrudern. Viele Jugendliche, die auch vielleicht mal in Richtung nach oben wandern, Richtung Leistungssport, kommen sicherlich auch aus dem Schulrudern. Und daher ist gerade diese Schulsportveranstaltung für uns eine ganz wichtige. Und das zu Recht, denn was hier geboten wurde, war ganz großer Sport. Eines der zuvor am meisten erwarteten Rennen des Tages war ohne Frage das Achterrennen der Jungen. In einem heiß umkämpften Finale A war es das Nessel-Gymnasium Minden, welches sich vor dem Ratsgymnasium Osnabrück den zweiten Platz sichern konnte. Der Sieger hieß, wie so oft am heutigen Tag, Sportschule Potsdam Friedrich Ludwig Jahn. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Medaillen, ganz genau kann ich das halt nicht sagen. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall erfolgreich waren und wir sind da schon ziemlich stolz drauf. Neben Potsdam waren es vor allem die Schulen aus Berlin, Hannover, Hamburg und Osnabrück, die sich heute die meisten Medaillen sichern konnten. Und natürlich wurden diese nicht von irgendjemand überreicht. Max Munski, seines Zeichens Vize-Olympiasieger mit dem Deutschland-Achter 2016 in Rio, überreichte die Medaillen und verglich JTFO sogar mit seinen eigenen Wettkampferfahrungen. Ja, also ich bin ja heute erst angekommen und mit der Bahn gefahren und man sieht überall die Schüler mit den Jacken und den Pullovern der einzelnen Bundesländer und das hat schon so ein bisschen was. Also wenn man selber mal bei Olympia war, also ich hatte ja das Glück und da laufen dann halt ja, Deutschland und England rum und es ist schon so aufgezogen, es ist halt deutlich kleiner, aber es hat irgendwie genauso den Charakter. Wir freuen uns gerade sehr, dass wir jung trainiert und den Schülerachtercup gewonnen konnten. Toll, also es war wirklich ein erstaunliches Rennen. Wir waren Erster und da kann man sich einfach nur freuen. Der Zusammenhalt im Rudersport ist das Wichtigste, egal ob Erster, Zweiter, Dritter oder einfach nur teilgenommen. Ja. Das ist wunderbar und das lieben wir am Rudersport.